Es gibt natürlich Fragezeichen, die in der Slowakei erscheinen hinsichtlich der ESVP. Also ESVP ist für mich ein Synonym für autonome europäische Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik oder ein Synonym für eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik. Formell unterstreicht die Slowakei die Entschlossenheit, natürlich ein europäisches politisch-militärisches Projekt mit signifikanter militärischer Kapazität zu unterstützen. Das ist ganz, ganz offensichtlich. In der Slowakei gibt es jedoch eine sogenannte sicherheitspolitische Kommunität, die ungefähr 150 Menschen umfasst. Also ich rechne dazu auch die Abgeordneten der beiden Ausschüsse im Parlament, also des Verteidigungsausschusses und des Außenpolitischen Ausschusses. Weiter gehören in diese Gruppe Angestellte der beiden Ministerien, ein paar Journalisten, Analytiker und einige politische Kommentatoren. Die Parlamentarier sind nicht gerade Experten, aber im Unterschied zu den anderen Experten haben sie einen beträchtlich größeren Einfluss. Das ist meistens so. Vor ein paar Jahren ist eine umfangreiche Studie verfasst worden, die Meinung der Kommunität unter anderem über NATO und über die autonome europäische Verteidigung oder Synonym ESVP feststellt. Also ich bin der bescheidene Autor dieser Studie. Es ist eigentlich auf Interviews mit diesen Experten gegründet, entweder schriftlich oder mündlich. Zugegeben, die Studie reflektiert die Ansichten der Kommunität stets noch vor der russisch-ukrainischen Krise. Jedenfalls die Position zu der Idee der gemeinsamen europäischen Verteidigung war eher und bleibt eher ablehnend. Die Skeptiker, wenn ich sie so nennen kann, hatten einige Einwände erhoben. Zu den wichtigsten Punkten gehören die folgenden. Die ESVP stellt einen nur halbherzigen Versuch dar, die Spannung zu reduzieren, die sich nach dem Ende des Kalten Krieges zwischen einigen westeuropäischen Alliierten und den USA abzeichnete. Es gibt Länder, so wurde betont, insbesondere in Ostmitteleuropa, die keinerlei Grund sehen, eine erfolgreiche und bewährte Allianz durch die ESVP zu gefährden. Ich wiederhole, das sind die Ansichten der Skeptiker. Ein weiteres Argument der Skeptiker: die ESVP scheint keinen dauerhaften Wendepunkt auf dem Wege Europas zu einer eigenen Identität, also, oder Verteidigungsidentität darzustellen. Der EU ist es bisher nicht gelungen, so die misstrauischen Experten, ist es nicht gelungen, einen gemeinsamen Nenner für die Handhabung des Maastricht-Projekts zu finden. Also ich meine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, GASP. Gemäß den Euroskeptikern ist die Idee der Realisierung der ESVP zu kühn. Also wenn ich jetzt an Herrn Kojan zurückgehe, ja, dieses Paper, diese Studie, die von Herrn Dr. Bartels uns gegeben wurde, ist kühn oder ist ambitiös, so würde ich es nennen. Oder wird es so von den Experten in dieser Kommunität gesehen werden? Die ESVP, behaupten die Skeptiker, bleibt nur rhetorisch und wird keine zusätzlichen militärischen Kapazitäten bringen. Die europäischen Nationen werden dazu gebracht, die NATO-Systeme zu duplizieren. Das ist eigentlich ein Problem,
das schon erwähnt wurde heute. Nicht zuletzt wird es in Handel und Industrie verstärkt zu transatlantischen Spannungen kommen, weil die Ausbildung einer Festung-Europa-Mentalität auch von den Interessen bei der Rüstungsbeschaffung unterstützt wird. Die ESVP hat auch ihre Unterstützer. Die haben auch eine Menge von Argumenten gebracht, um ihre Position zu stärken oder um ihre Argumentation zu stärken. Die Bedrohung, sagen die Optimisten, die Bedrohung durch die Sowjetunion war der einzige Grund, warum die europäische Verteidigung für fast ein halbes Jahrhundert im Hintergrund blieb. Das machte eigentlich alle Versuche einer europäischen Verteidigungsintegration zunichte. Paradoxerweise ist es heute wieder Russland, das es schaffte, die Idee der europäischen Verteidigung zu schwächen. Sogar die USA hegen, in Anführungszeichen, die Hoffnungen, dass die Europäer eine eigene Verteidigung implementieren. Warum? Die ESVP wird die USA von Verteidigungslasten in Europa entbinden. Ein weiteres Argument der Unterstützer, der Optimisten, lautet, dass die ESVP die Bereitschaft der Europäischen verstärkt oder verstärken wird, neue Sicherheitsbedrohungen ernst zu nehmen, was eigentlich die andere Seite der Münze ist hinsichtlich der Krise in der Ukraine. Die ESVP wird den Widerstand der Europäer gegen die Dominanz der USA in der Allianz vermindern. So lauten ungefähr die Argumente der Experten in der slowakischen Sicherheitskommunität. Die Haltung zu der ESVP hat auch eine offizielle Seite und die stützt sich natürlich auf offizielle Dokumente. Es gibt eine Menge von Dokumenten, die sich zu diesem Problem direkt oder indirekt beziehen, aber das wichtigste Dokument ist die Sicherheitsstrategie der Slowakei. Denn die Sicherheitsstrategie der Slowakei manifestiert den politischen Willen des Staates. Leider die gegenwärtige Sicherheitsstrategie, die stets gültig ist, ist schon 10 Jahre alt, also ist hoffnungslos veraltet. Damals im Jahre 2005 reagierte dieses Dokument auf die Aufnahme der Slowakei in die NATO und in die EU. Aus diesem Grund ist eigentlich schon heute überholt. In der Sicherheitsstrategie erwähnt man die Stärkung der transatlantischen strategischen Partnerschaft als ein der wichtigsten Sicherheitsinteressen der Slowakei. Das muss unbedingt geändert werden, natürlich, in der neuen Sicherheitsstrategie, an der schon gemäß meinen Informationen gearbeitet wird. Eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nicht als ein Sicherheitsinteresse der Slowakei erwähnt, bloß die Stärkung der Effektivität der EU. Wenn man weiter über die EU spricht, dann meistens im Zusammenhang mit der NATO. Und wenn man über die sogenannte garantierte Sicherheit der Slowakei schreibt, dann spricht man über die NATO als dem Sicherheitsgaranten. Und es ist fraglich, ob dies in der neuen Sicherheitsstrategie geändert werden kann. Gemäß der Sicherheitsstrategie will aber die Slowakei die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, also GASP, mitgestalten und implementieren. Die Slowakei will bei der Implementierung der europäischen Sicherheitsstrategie behilflich sein, sowohl bei der Bildung der Kapazitäten, auch bei der Bildung der Kapazitäten der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Um hier die Klarheit zu schaffen, die ESVP gilt nicht als eine der wichtigsten Sicherheitsinteressen der Slowakei bisher, denn wir haben bisher keine neue Sicherheitsstrategie verfasst. Natürlich, wie Sie sehen können, existiert hier ein Konflikt in der Sicherheitsstrategie, denn diese Sicherheitsstrategie behauptet, dass in unmittelbarer Nähe der Slowakei kein klassischer Militärkonflikt droht. Und dies gilt nach der Ukraine-Krise nicht mehr. Die Slowakei wird deshalb die Sicherheitsstrategie notwendigerweise aktualisieren müssen, was schon um die Sicherheitspolitik neu zu definieren. Die neue Sicherheitsstrategie sollte unbedingt nicht nur den euroatlantischen, sondern auch den europäischen Sicherheitsraum festlegen. Es ist fraglich, ob die neue Sicherheitsstrategie auch die Verletzung des strategischen Gleichgewichts durch die Russische Föderation explizit aufmerksam macht. Ich würde sagen, eher nicht. Das Problem mit der Verurteilung Russlands ist verständlich, denn die Russische Föderation ist ein starker wirtschaftlicher Partner der Slowakei und die gemäßigte bis tolerante Haltung, zum Beispiel des slowakischen Ministerpräsidenten gegenüber Russland, ist allgemein bekannt und entspricht eigentlich der Haltung zum Beispiel des tschechischen Präsidenten. Das sind zwei nicht ganz pro-russische, aber sehr, sehr tolerante Politiker gegenüber den Schritten der Russischen Föderation. Und die neue Sicherheitsstrategie muss natürlich im Parlament verabschiedet werden und im Parlament bilden die Abgeordneten der Regierungspartei die absolute Mehrheit. Und diese Abgeordneten sind sehr diszipliniert. Also es wird von ihnen abhängen, ob diese Strategie eine Zustimmung findet oder nicht. Die Anerkennung einer militärischen Drohung aus dem Osten in der Sicherheitsstrategie ist somit unwahrscheinlich. Was den Islamismus angeht, dann könnte man sagen, dass wahrscheinlich der islamistische Terrorismus und die Gefahr von dieser terroristischen Guerilla im Nahen Osten und in Nordafrika erwähnt wird. Andererseits, die Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird kaum auf einen Widerstand stoßen, eher umgekehrt. Die Frage steht aber so, ob man die Stärkung oder explizit die Implementierung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fordern wird. Das ist eine Frage und es wird sich im Laufe von einigen Monaten zeigen, wie weit sich die Verfasser der neuen Strategie, wie weit sie sind, fähig zu gehen. Also so sieht meiner Meinung nach die Position der Slowakei aus beiden Seiten, der Expertenkommunität, der Sicherheitskommunität und die offizielle Seite, die offizielle Ebene. Aber ich glaube, wir können es bei der Diskussion dann noch debattieren. Danke sehr.